heute versammelt haben, die sind Ergebnisse von laufenden Recherchen, die ich zusammen in einer Arbeitsgruppe des Aktiven Museums durchführe. Das ist ein bisschen symptomatisch, denn die Geschichte von Rummelsburg und auch viele andere Arbeitshäuser, wie auch die Geschichte der Verfolgung der sogenannten Asozialen, ist leider immer noch sehr, sehr unzureichend erforscht. Auch hier dieser Ort, dass hier an diesem Ort noch kein angemessener Ort des Gedenkens errichtet worden ist, ist meines Erachtens ein erinnerungspolitischer Skandal. Denn das Arbeitshaus Rummelsburg war hier in Berlin der zentrale Ort der Verfolgung von sogenannten Asozialen in der NS-Zeit. Viele der hier als asozial verfolgten Menschen waren aber auch schon vor der Machtübernahme des Nationalsozialisten häufig mit Ablehnung, Vorurteilen und Ausgrenzung konfrontiert. Die Nazis konnten also auf bestehende Diskurse der Ausschließung bzw. spezifische Ordnungsvorstellungen zurückgreifen, die sie aber unvergleichlich systematisch radikalisierten und rassistisch bzw. rassebiologisch aufluden. Bereits 1933 wurden im gesamten Reichsgebiet sogenannte Bettlerrazien gegen die zu, Zitat, gemeinschaftsfremden erklärten sozialen Randgruppen durchgeführt. 1938 spitzte sich die Verfolgung von sogenannten Asozialen weiter zu mit der Aktion Arbeitsstelle Reich, an die wir hier heute erinnern. Reichsweit mehr als 10.000 Menschen von der Gestapo und der Kriminalpolizei verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt, in denen Asoziale zeitweise zu den größten Häftlingsgruppen zählten. Auch in Bezug auf die Arbeitshäuser wurden nach 1933 die Bedingungen radikalisiert und verschärft. Seit dem 1. Januar 1934 konnte eine Einweisung in ein Arbeitshaus wie hier in Rummelsburg durch Gerichte und nicht mehr durch die Landespolizeibehörden angeordnet werden. Menschen, die zum wiederholten Mal in ein Arbeitshaus überwiesen wurden, konnten dort, Zitat, solange es der Zweck erfordert, festgehalten werden. Also das konnte auch theoretisch lebenslang bedeuten. Das Arbeitshaus Rummelsburg wurde im Sommer 1934 dem Berliner Landeswohlfahrtsamt unterstellt und, wie es nun offiziell hieß, zum städtischen Arbeits- und Bewahrungshaus Berlin-Lichtenberg umgewandelt. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgte die Berliner Sozialbehörde das Ziel, aus Rummelsburg eine große, Zitat, Sammelanstalt für Asoziale zu machen. Asoziale sollten, Zitat, aus dem freien Gemeinschaftsleben des Volkes und auch aus den Wohlfahrtseinrichtungen für anständige Volksgenossen herausgenommen und dem Arbeits- und Bewahrungshaus Rummelsburg einer strengen Sonderbehandlung unter geringstem Kostenaufwand zugeführt werden. Hier ist also schon ein Kerngedanke formuliert, der die Funktion von Rummelsburg während der NS-Zeit insgesamt kennzeichnen sollte. Die absolute Ausgrenzung sozialer Randgruppen aus der Volksgemeinschaft und Entlastung der Wohlfahrtssysteme, die nur für anständige, also Zitat, anständige Volksgenossen reserviert sein sollten. Seit dem Herbst 1937 wurde geplant, die große Sammelanstalt für asoziale und gefährdete aller Art, wie Rummelsburg im Behördenjargon hieß, durch Umbauarbeiten in den bestehenden Häusern und Neubauten zu erweitern. So war auch beabsichtigt, die Wanderfürsorge, das städtische Obdachlosenasyl und ein beim Polizeipräsidium bestehendes Heim der Jugendhilfe für minderjährige Jugendliche nach Rummelsburg zu verlegen. Außerdem sollte eine Familienanstalt errichtet werden, in der, Zitat, asoziale Familien 1 bis 2 Jahre einer strengen Beobachtung und Erziehung unterworfen werden sollten. Zitat Ende. Der Alltag im Arbeitshaus war geprägt von streng geregelten Tagesablaufen. Die Menschen waren in Massenschlafsälen untergebracht. Sie durften nur bis zu 15-minütige Besuche ihrer Angehörigen empfangen. Der Briefverkehr, da lag eine Zensur. Also, und darüber hinaus konnte die Direktion eigene Strafen wie Essenentzug oder Arrest verhängen. Ursprünglich war das Arbeitshaus für 1.000 Menschen ausgelegt worden. Während der NS-Zeit des 1939 waren hier aber ungefähr 2.000 Menschen. Während des Zweiten Weltkriegs mussten die Insassen zunehmend Zwangsarbeit leisten, und zwar hauptsächlich für kommunale Zwecke. Etwa Ende 1941 arbeiteten etwa 500 von ihnen in 17 Werkstätten innerhalb von Rummelsburg, also hier auf dem Gelände, und etwa weitere 500 sogenannte Häuslinge, wie die Insassen hießen, in bis zu 20 sogenannten Stadtkommandos außerhalb des Arbeitshauses. Auch die als arbeitsunfähig geltenden Insassen wurden zu einfachen körperlichen Arbeiten wie Sortierarbeiten eingesetzt. Der größte Nutzen dieser der Zwangsarbeit der Arbeitshausgefangenen war die Stadt Berlin. Die Insassen arbeiteten in städtischen Forsten, auf städtischen Gütern und Rieselfeldern, im Bau- und Heizamt, für das Gartenamt und auf dem Zentralfriedhof, bei der Straßenreinigung und im städtischen Großkraftwerk Klingenberg. Eine Großbäckerei im Arbeitshaus lieferte etwa 31 städtische Einrichtungen wie Krankenhäuser mit Brot. Und in der ebenfalls im Arbeitshaus befindlichen Großwäscherei wuschen Insassen die Wäsche für über 20 städtische Einrichtungen. So arbeitete 1941 ein sogenanntes Stadtkommando mit 80 Menschen für die Firma Knorrbremse, ein weiteres mit 50 für die Firma Gas Signalbau. Und innerhalb und auf dem Gelände in Rummelsburg mussten 80 Frauen Kartoffeln für verschiedene
Kantinen von Privatbetrieben schälen. In den Stadtkommandos wurde auch am Sonntag gearbeitet und die Firmen zahlten als Arbeitsentgelt 5 Reichsmark pro Person und Tag. Die Stadt Berlin fand für ein Außenkommando hingegen nur eine Reichsmark und 60. Hummelsburg wurde während der NS-Zeit immer mehr zu einer Verwahranstalt für ältere Arbeitslose. Zwischen 1933 und 1945 wurden auf dem damaligen städtischen Armenfriedhof Marzahn mehr als 1000 Insassen des Arbeitshauses beerdigt, die wahrscheinlich größtenteils in Rummelsburg gestorben waren. Die Mehrzahl von ihnen war zum Zeitpunkt des Todes über 50 Jahre alt, mehr als 60% über 65. Damit waren sie für die Nationalsozialisten nutzlos, also aus der Perspektive der Nationalsozialisten. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum sie dann 1942 in den Fokus, also Rummelsburg, in den Fokus der nationalsozialistischen Euthanasieplaner geriet. Benannt nach ihrem Dienstsitz in der Tiergartenstraße 4, hatte die sogenannte Organisation T4 seit Oktober 1939 systematisch die Ermordung von Patienten der Heil- und Pflegeanstalten geplant und durchgeführt. Die in 6 zu sogenannten Todeszentren umfunktionierten Heilanstalten im Reichsgebiet betrieben Euthanasie wurde. Als sie im Sommer 1941 bekannt wurden, wurden sie vorläufig gestoppt. Tatsächlich wurden sie aber zum Beispiel an erkrankten Häftlingen in Konzentrationslagern fortgeführt. Außerdem planten die T4-Mitarbeiter, weitere Gruppen in das Mordprogramm einzubeziehen. Und dazu zählte auch das Arbeitshaus Rummelsburg, das im Dezember 1941 in den Blick der Planer der Euthanasie-Morde geriet. Eine Sekretärin der T4, die zuletzt bei den Inhaltenmorden in Hadamar bei Limoglan eingesetzt worden war, wurde Ende 1941 nach Rummelsburg beordert, um dort Unterlagen vorzubereiten. Die sogenannten asozialen Elemente sollten, so die Mitarbeiterin, Zitat, ebenfalls zur Vernichtung reif gemacht werden. Wahrscheinlich führte am 12. Januar 1942 eine 9-köpfige Expertenkommission aus Kriminalbiologen, Medizinern, sogenannten Rassehygienikern und Managern TT4 in Rummelsburg eine sogenannte Musterbegutachtung durch. Grundlage der anschließend im Reichsinnenministerium weitergeführten Begutachtung war ein eigens entwickelter 3-seitiger Meldebogen für Gemeinschaftsfremde, der für alle annähernd 1500 Insassen des Arbeiters Rummelsburg ausgefüllt wurde. 314 Menschen, etwa ein Fünftel der in Rummelsburg untergebrachten sogenannten Asozialen, wurde einstimmig nach dem Votum dieser Kommission zur Tötung ausgewählt. Die anderen wurden unterschiedlich beurteilt, damit war zunächst unklar, was mit ihnen weiter passieren sollte. Aber nur etwa 350 Menschen sollten von einer unmittelbaren Tötung ausgenommen werden. Was mit den zur Tötung ausgewählten Insassen dann geschah, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde die Entscheidung nicht vollstreckt. Denn ein Teil der Kommissionsmitglieder ging in die besetzten Gebiete Osteuropas und beteiligte sich dort an Kranken- und Behindertenmorden und am Völkermord an den europäischen Juden. Sogenannte Asoziale, die die Verfolgung überlebt hatten, wurden nach 1945 weder in der DDR noch in der Bundesrepublik als NS-Verfolgte anerkannt. Sie hatten keine Fürsprecher und organisierten sich auch nicht als Verfolgtengruppe. Weder in West noch in Ost erhielten sie den anderen Opfern vergleichbare Entschädigung. Auch in der Aufarbeitung der Erinnerungskultur spielten sie lange überhaupt keine Rolle. Erst in den 1980er Jahren wurde von Geschichtsinitiativen an sogenannte Asoziale als vergessene Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Auch in der historischen Forschung ist die Verfolgung von Asozialen lange nur ein kaum behandeltes Randthema gewesen. Von den vielen Arbeitshäusern, so wie hier in Rummelsburg, ist bis heute nur ein Bruchteil wirklich erforscht worden. Rummelsburg erinnert uns daran, dass der gesellschaftliche Umgang mit den sogenannten Randgruppen in erster Linie eine moralische Frage ist. Wie begegnet die Gesellschaft anderen Menschen, die sich nicht so verhalten, wie es sozial erwünscht ist? Das ist eine Kernfrage, die immer wieder beantwortet werden.